So, wir haben haufenweise Mana, aber wir haben gerade recht wenig Leben. Wo geht's lang? Nach da, ne? Was denn hier? Nein! Wegen den paar Sträuchern darf ich da nicht lang. Leute. Fuck! Looks like they're planning an ambush. Nee, ist nicht wahr. Gut, die hätte ich also vorher schon angreifen können. Die sehen nicht gerade wie nette Spielgefährten aus. Ach komm, jetzt behaltet euren Kopf doch mal in einer aufrechten Position. Gag, wir sind im Boot. Na? Von wo? Irgendwie von oben, ne? Na, da sind die Sträucher noch im Weg. Ach komm. Wieso treffe ich den nicht? Geht ja doch. Und noch. Ach komm schon. Rüber her. Ich bin dabei. Mein Gott, wieso trifft die Dame nicht? Ins Gesicht. Mein Gott, das hat gedauert. Ja. Ja, kann doch voll auf die Fresse. Alles okay. Und wir können über 150 Pfeile aufsammeln. Seit wann das denn? Ich habe irgendwie was verpasst. Hören wir nochmal weiter den Toten zu. Gerade während des Kampfes am besten. Giant floating eyes had better hide. I think they're spies for someone, and I don't think they feel pain. Ja. Das ging schnell. Wir sollen uns anscheinend etwas fernhalten von diesen komischen Augen. Ob das jetzt immer noch diese fliegenden Augen sind, die wir zuvor schon gesehen haben, oder jetzt andere? I bet their ambush didn't plan for us using that. Swords and boards! Das ist schön. Endlich sind wir mal in der übermächtigen Position. Jawohl. Einfach nur metzeln. Einfach nur abschießen. Das ist mal ein bisschen entspannend. Einfach nur zielen. Und der Rest macht dieses komische Gatling des Mittelalters. Mein Gott, das kann ja schon schön eintönig sein, ne? Onomatopoesie braucht das Land doch nicht noch mehr von mir, oder? Egal. Na komm. Und wie viele wollen kommen? Mein Gott, das Teil, was ich habe, das raucht aber schon ganz schön, ne? Geht das irgendwann kaputt? Wenn das kaputt geht, oah, wäre das gar nicht mal so gut. Weil ich jetzt nicht mehr so richtig ziele, kommen die doch auch schon etwas näher. Boah, ich freue mich gleich schon auf die Beute. So. Nochmal rüberschwenken. Oh nein, Krabbelfische. Das wird auch wieder spaßig mit den Teilen. Die sind leider etwas schneller. Lass mich in Ruhe. Kerdok kümmert sich darum. Ich weiß, dass du keine Kampfviecher magst, aber egal. Oh oh. Das wird jetzt echt nicht so spaßig. Aber hoffentlich hält Kerdok noch einiges aus. Ah, diese Krabbelviecher.
Einfach nur draufhalten. Einfach draufhalten. Und wenn Kaddock jetzt abkackt, ist das scheiße. Das ist sehr gut, Kaddock. Das Beste, was du in der Situation hättest machen können. You know, I rather enjoyed that. I bet you a girl could get used to this. Natürlich. Auch Frauen mögen es einfach nur rumzuholzen. Nicht wahr? Einfach nur auf den Abzug drücken. Oh, der Bogen ist ja noch schöner, noch besser. Ist er wirklich schöner? Oh, der ist sehr, sehr aggressiv geschwungen. Na, sammeln wir mal den ganzen Kram hier ein. Nee, das sammeln wir nicht ein, das brauchen wir ja nicht. Geht's nach dort unten? Gag. Ja, es geht nach da unten. Sehr schön. Das ist ja doch sehr gut gelaufen. Eine weitere Waffe für das Kettöckchen. Für das Kettchen. 10. Noch einen weiteren. Und dann können wir... Nom. Nein, dann können wir noch eine weitere Fähigkeit für beide unserer Charaktere freischalten. Und das sieht sehr gut aus, weil hier kriegen wir direkt schon mal 2. Das heißt, wir können am nächsten Punkt direkt schon wieder eine neue Fertigkeit auswählen. Oder Fähigkeit, oder... Wir können was stärker machen. Wir sind stärker, effektiver. Ja, nach dem ganzen Geballer ist das bisschen Ruhe hier gar nicht mal so schlecht. Das war doch auch eine Health Potion. Egal. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich die nicht auch aufsammeln konnte. Naja. Ein weiteres Gespräch mit den Toten gefällig? Nur eins? Everyone thought he was dead. Killed by dragons on a quest to save us. Anubi. He was a fallen hero in our eyes. Alas, that is far from the truth. He is not dead, and he is not out to save us. Quite the contrary. He is out to defeat us, by any means possible. He is changed from what I remember. Angrier, larger, and determined to fulfill his quest. Whatever that may be. Stay out of his way, or he will take you down without hesitation. Die Rede ist sehr wahrscheinlich von Anuvin. Und uns wurde damit gerade geraten, dass wir uns nicht, niemals nicht, nie mit ihm anlegen sollten. Weil er ist stark, er ist böse und wir wären ihm hundertprozentig unterlegen. Nein, das sind wir natürlich nicht, weil wir können speichern und er nicht. They've cut them down. Defensive measure. They can see anyone coming. Perhaps they wanted the trees for something else. Slegvat. They don't just leave those lying around. Oh, wunderbar. New ship. Meins. I feel safer already. Meins. Aber erst sollen Gegner kommen. Da kommen sie. Wunderbar. Jetzt heißt es wieder Unbesiegbarkeitsmodus an. Den schnellen Bogen rauszücken. In der Mitte zu stehen ist irgendwie nicht ganz so gut. Ja, Hauptsache der Kettle überlebt das irgendwie auch. La la la. Da. Wir können alles niederschießen, weil wir einfach stark sind. Wir sind einfach stark. Einfach übermächtig. Alles muss vor uns niederknien. Alles fliegt in die Luft. Selbst ein Minotaurus ist... Wow! Keine Gefahr mehr für uns. Oh, schön. Ich muss ja nicht mal zielen, ne? Ich muss einfach nur rumgehen und die ganze Zeit Q drücken. Ich
Ich meine, das ist ein bisschen lame, oder? Das ist einfach nur zum Spaß haben, einfach nur zum Rumholzen. Yeah! Einfach nur total Chaos, total Herber. Ich glaube, die Gegneranzahl müsste ich auch nicht irgendwie zählen oder so, weil... Oh, mal schauen, wie lange ich für den brauche. Der ist schon weg. Ich habe von dem ja nicht mal eine Lebensleiste gesehen. Ach, ist das schön. La 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 la. Wir sind einfach übermischt. Das ist auch mal schön. Eine tolle Abwechslung. Aber irgendwie auch etwas overpowered. Aber mein Gott, bei Super Mario gibt's sowas auch, ne? Wie, schon vorbei? Gut. Schade. Ja. Da sagst du was, Mädchen. So. Plündern wir jetzt erstmal den ganzen Blödsinn hier. Wir sind immerhin noch Söldner. Oh, noch ein schönerer Schild. Noch effektiver, noch besser. Noch formidabler. Und es scheint so, als hätten die Bäume nicht noch für irgendetwas anderes genutzt. Zumindest bisher. Die haben die ja erstmal nur hierhin gestapelt, ne? Oder sehe ich das falsch? Wie hier es hier einfach gerade nur noch still ist. So, da vorne, das sind noch Wurzeln, okay. Und wie ich das sehe, verliert man dabei auch gar keine Pfeile. So, der Bogen, nee, der Schild, der ist ein bisschen schlechter. Das ist schade. Okay, sonst ist hier nichts mehr, ne? Wir haben alles, falls hier zuvor Bäume gestanden hätten, dann sähe es auch jetzt so aus. Also die Bäume wären auf jeden Fall auch weg nach der Aktion. Oh, der sieht interessant aus. Aber ich weiß nicht, ob ich den haben will. Der macht mir nicht genug Schaden, oder? Ah, ich nehme den einfach mit. Der sieht doch toll aus, oder? Naja. Nehmen wir das Teil mit. Nehmen wir das Teil mit. Und sind wir wieder mit solchen Leuten da, die quasseln wollen. Ach, mein Gott. Bubble, bubble, bubble. Halt die Guschen. I's a trapper. Emptying a trap one day near the old ruins of Carlamore, when I saw me a pack of minotaurs. They didn't see me, but I hears them, talking about their master's orders. Minotaurs serve no master, not never, not know how. But afore I could hear more, that fine-looking fox I trapped yelps out. Give us both away. Not never know how. Auch gut. Derjenige war ein Fallensteller. Er hat uns etwas über Minotauren erzählt, die normalerweise keinen Meister haben. Die normalerweise nicht dienen, sondern einfach nur ihrer brutalen Natur nachgehen. Das soll nochmal verdeutlichen, wie stark die Macht von Anuvin anscheinend ist. Weil er ja anscheinend über die Minotauren verfügen kann. Und das war ein relativ kurzer Abschnitt dafür, dass wir jetzt schon wieder wechseln dürfen. Wir hatten gerade schon ordentlich unseren Spaß mit Elara, gehabt. Ah ne, das ist zum Aufleveln, stimmt. Ja, das ist ja nicht zum Wechseln, genau, habe ich mich vertan. Okay. Auch in Ordnung. Dann nehmen wir halt jetzt den stärkeren. Frostschuss, Arctic Arrow Mastery. Und für Kadok gibt es etwas Magisches. Etwas... Brimstone Mastery. Brimstone? Du hast doch Brimstone, ne? Genau. Confirm. Wunderbärtig. Auch wenn weder Elara noch Kadok einen Bart besitzen. Wunderbärtig. Haben wir hier sonst noch irgendetwas? Bla bla bla, ja.
Dass es immer wieder Leute gibt, die einfach nur am Quasseln sind.